Ja, hallo zu einem neuen Screencast. Dieses Mal wird es ein relativ schneller und kurzer Screencast. Was ich zeigen will, ist ganz einfach mal, wie man solche Kreideschrift macht. Da könnte man zwar einen vorgefertigten Font nehmen. Das Ganze hat aber allerdings einen Nachteil. Die Fonts, gerade wenn man viele Buchstaben hat, wiederholen sich dann und dann sieht das doch nicht ganz so optimal aus. Man kann zwar versuchen, das Ganze zu verändern, aber das ist relativ kompliziert. Es gibt einen einfachen Weg, solche Kreideschrift zu erzeugen. Wie mache ich das Ganze? Ganz einfach mit einem Pfadeffekt und zwar mit einem Live-Pfadeffekt. Live-Pfad-Effekte sind eine relativ neue Sache. Grob gesagt kann man Muster zum Beispiel an den Pfad auf einen Pfad applizieren oder Pfade verändern. Eine ganze Menge mehr. Wie mache ich das Ganze? Ich habe hier schon mal ein bisschen was vorbereitet, nämlich einen Pfad oder drei Pfade insgesamt. Und dann zeichne ich mir hier einfach mal ein kleines Viereck. Das mache ich schwarz und Sichtbarkeit 100%. Gehe schon mal ein bisschen weg. Und dann setze ich das auf 2x2 Pixel. Das reicht erstmal. Und dann gehe ich da ein bisschen näher ran. So. Dann werde ich mir das Ganze einfach klonen mit gekachelten Klonen. Ganz einfach, weil ich von den Vierecken ein paar mehr brauche und die nicht alle von Hand zeichnen will. Ich mache hier Reihen 5 und Spalten 20. Einfach darauf achten, dass überall hier sonst eine 0 steht. Die Symmetrie ist P1, einfache Verschiebung. Man kann natürlich ein paar mehr Reihen machen, vielleicht 6 oder 7, dann wird es ein kleines wenig breiter, aber ich denke mal 5 reicht hier. Dann erzeuge ich mir das Ganze. Gehen wir noch wieder ein bisschen näher ran. Das überzählige hier kann man auf jeden Fall löschen und dann lösche ich mir hier ganz einfach, ganz willkürlich aus. Den erzeugten Vierecken raus. So ungefähr die Hälfte. So sieht das Ganze aus. Dann markiere ich mir alle. Und da die Pfadeffekte meistens nur mit Pfaden auf Pfaden funktionieren, wandle ich das Ganze einfach um in Pfade und zwar durch das Ganze hier einfach mit der Steuerung Plus oder über Pfadvereinigung zu einem Pfad vereinigen. Dann zoome ich wieder raus. Ups, das war genau verkehrt. Und dann setze ich mir das hier runter, so dass ich das sehe. Ein klein wenig kleiner skalieren können wir es schon noch. So, ich denke mal so. Dann kopiere ich das einfach mit Steuerung C in den Zwischenspeicher. Selektiere mir hier einen meiner Pfade. Gehe auf Pfad, Pfadeffekte und wähle mir hier aus dem Dropdown-Menü Muster entlang Pfad an. Füge den Effekt auf den Pfad hinzu, dann füge ich hier aus dem Zwischenspeicher das entsprechende Muster ein. Man sieht es schon, es verändert sich was. Ich drehe das mal hier rüber und dann stelle ich mir das hier auf Wiederholt. Wiederholt, also ich erkläre es mal, bei Einzelnen macht er nur eine, bei Einzelnen gestreckt, ups, einzeln gestreckt nimmt er 1 und streckt das halt über den ganzen Pfad, wiederholt, macht er so oft dieses Muster auf diesem Pfad, wie oft es reinpasst und wiederholt gestreckt, macht er das so, dass es reinpasst und streckt jedes klein wenig. Wir können also
benutzen, wiederholt oder wiederholt gestreckt. Das gleiche machen wir mit den anderen zwei Pfaden. Stimmt denn hier was nicht? Sehr seltsam. So sieht das Ganze dann aus. Dann markiere ich mir alle, gebe dem Ganzen eine weiße Füllung. Und nehme dann die Konturlinien weg. Das Ganze lässt sich jetzt nicht so ganz so einfach skalieren. Ich kopiere mir mal hier den Strich und zeige das mal. Warum das Ganze Live-Pfad-Effekte heißt, ich kann ja hier den Pfad verändern und das Muster bleibt immer an dem Pfad. Hier sieht man das. Das hat aber auch zur Folge, wenn ich das jetzt skalieren würde, bleibt das immer auf der gleichen Breite. Das brauche ich an der Stelle allerdings nicht. Ich hätte das gern, dass ich das skalieren kann als ganz normales Objekt. Dafür selektiere ich mir wieder alle und sage hier einfach Objekt in Pfad umwandeln und habe das Ganze jetzt als ganz normalen Pfadobjekt mit jeder Menge Knoten, wie man sehen kann. Dann setze ich hier einfach noch die Objektsichtbarkeit auf 80% herab und jetzt kann ich mir das kopieren und skalieren, wie ich lustig bin. Und es sieht ziemlich nach Kreidestrichen aus, würde ich mal sagen. Wie gesagt, mit Live-Fahrteffekten kann man eine ganze Menge anfangen. Ruhig mal damit beschäftigen. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.